Ich erkannte den Festwagen, den ich und Alice bei der Ankunft in Bright Falls gesehen hatten. Nach dem Wahnsinn, den ich gerade in der Dunkelheit erlebt hatte, wirkten die Lichter der Tankstelle tröstlich. Zumindest für einen Moment herrschte wieder Normalität. Stucky spuckte auf den Garagenboden und versuchte, die Spinnweben abzuschütteln. Seitdem das Paar nicht aufgetaucht war, um die Schlüssel zu holen, war alles verschwommen. Etwas, ein Gefühl, ließ ihn aufmerken. Stucky blickte auf und starrte, während sein Gehirn vergeblich versuchte, den Albtraum vor ihm zu verarbeiten. Er taumelte, stieß eine Öldose um. Ein schwarzer Teich verteilte sich auf dem Boden. Nach kurzem Kampf gab er auf und das unerbittliche Dunkel verschlang ihn. Bis zum Hirschfest waren es bei unserer Ankunft noch 2 Wochen gewesen. Stimmte das Transparent, fehlte mir eine ganze Woche zwischen unserer Anreise und jetzt. Ich musste in die Tankstelle, um telefonisch Hilfe zu rufen. In der Werkstatt herrschte Chaos. Es sah aus, als hätte sie jemand verwüstet oder als hätte ein Kampf stattgefunden. Ich schreibe weiter. Draußen ist es dunkel. Außerhalb der Hütte, außerhalb der Geschichte, nur Dunkelheit. Ich kann sie darin spüren. Ich rieche ihr Parfüm. Ich werde sie finden. Ich bringe das in Ordnung. Ich hole sie zurück. Die Geschichte wird wahr werden. Höre ich auf, ist sie verloren. Das gibt's doch nicht. Der durchgeknallte Typ im Fernsehen war ich. Wurde ich langsam verrückt? Polizeiwache Bright Falls. Oh, zum Glück, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. Und Sie sind? Mein Name ist Alan Wake. Hören Sie, ich hatte einen Unfall. Meine Frau Alice, sie ist verschwunden. Ganz ruhig, Mr. Wake. Wir haben in einer Hütte auf der Insel übernachtet, im Cauldron Lake. Es gibt keine Insel im Cauldron Lake. Nicht seit dem großen Ausbruch in den 70ern. Bitte, ich bring sie hin, okay? Sie haben einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen. Alles okay?
Hören Sie! Wir werden uns das ansehen. Steigen Sie ins Auto. Wir fahren erst am See vorbei und dann gleich zum Revier. Okay? Mr. Wake, haben Sie Stucky gesehen? Den Typ, dem hier alles gehört? Ich begriff, dass ich nicht erzählen konnte, was im Wald passiert war. Sie würde mir nicht glauben. Und dann würde sie mir nicht mit Alice helfen. Alan Wake. Ich kam nach Bright Falls mit meiner Frau Alice. Danke, dass du mitgekommen bist. Ich habe gedacht, dass du ihr vielleicht schreiben könntest. Ich will es nicht hören! Verdammt, Alice! Jetzt wird sie vermissen. Alice? Ah! Alice! Ich erwachte hinter dem Steuer eines demolierten Autos. Ist da jemand? Mir fehlt eine Woche. Ich wurde von albtraumhaften Schattenmenschen angegriffen. Sheriff Breaker brachte mich zum See und zu unserer Hütte. Aber die Hütte war verschwunden. Schatz, ich bin zu Hause. Hier hinten, Liebling. Wie war es?